Okay, haben wir schon mal ganz schön lange Ladezeit. Ich dachte, man kommt erstmal ins Hauptmenü oder so. Ne? Ich habe extra überlegt, so wie fangen wir am besten an. Wollte erst sagen, in einer weit entfernten Galaxie treffen wir wieder auf das Imperium oder vielleicht auf Order 66 oder vielleicht einen Jedi. Hier mit Star Wars Outlaw. Ich begrüße euch herzlich hier mit mir, Christian Angel 3000 auf Twitch. Und später natürlich auf YouTube. Live-Chat ist momentan auch da auf Twitch natürlich. Nicht auf YouTube dann, für die Leute, die es dann später auf YouTube schauen. Und ja, ein herzliches Willkommen und falls euch das Format hier gefällt, dann einfach mal gerne liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Ihr wisst Bescheid. Und wir sind immer noch im Ladebildschirm. Das ist schon ein bisschen traurig, denn das Spiel ist heute offiziell raus. Ich habe das auf den neuesten Stand und ich warte immer noch. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, aber es ist schön. Ich wollte durchstarten, meine Augen brennen. Ich weiß nicht, vor Müdigkeit oder doch vielleicht vor Aufregung. Ich habe keine Ahnung, aber wenn es hier nicht so weitergeht, dann fängt es schon mal richtig toll an, dass man den Livestream schon wieder neu starten müsste. Yay! Ich kann ja nicht mal überspringen. Was ist das für ein Kack hier eigentlich? Da hat man sich so drauf gefreut, man hat von den anderen Leuten gehört, hey, hier, das Spiel ist so geil und so cool. Es gibt ein paar kleine Fehler und ein paar Sachen, die man vielleicht besser machen könnte, etc. Ja, das gibt in jedem Spiel diese Probleme. Aber wenn ich hier nur im Ladebildschirm sehe, oder ist das das ganze Spiel, was ich für 70 Euro gekauft habe? Wow. Geil, wir haben einen Star Wars-Titel mit Outlaws. Ja, wahrscheinlich darf ich nicht livestreamen oder sagt, hä, du livestreamst? Warte mal, da sind doch Lieder drin. Ich habe heute auch gedacht, so, ja, es kommt gleich die Star Wars Musik oder so. Aber nichts. Vielleicht ist das der Manko. Ich weiß es nicht. Deswegen, ja, werden wir wahrscheinlich das Spiel mal neu starten müssen. Aber wenn ich aus dem Spiel rausgehe, dann bricht der Livestream ab. Ich hatte immer schon ein Problem. Deswegen, ja, würde ich sagen, gut. Es ist ein guter Start ins Spiel hinein. Eine endlos lange Ladesequenz. Und deswegen würde ich sagen, ja, traurig, aber wahr. Wir werden jetzt hier mal einen Schnitt machen. Aber ich mache keinen Schnitt. Ich werde einfach den Livestream neu starten mit Folge 1.5. Machen wir einfach so, ne? Dann, ja, gucken wir mal, ob das dann noch beim nächsten Mal besser klappt. Und ja, das war's hier von meiner Seite aus. Dankeschön fürs Reinschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch reinschaut. Ja, mir sind die Hände gebunden. Aber euch nicht. Deswegen könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Dankeschön. Bis gleich dann. Tschüss.